Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir mit Nick einige Hinweise darauf gefunden, wer unseren Sohn entführen konnte. Und wir haben herausgefunden, dass es jemand namens Kellogg's ist. Ich weiß, er ist Kellogg, aber ich mag den Namen Kellogg's. Und ja, Dogmeat hat die Spur aufgenommen mit einer Zigarette oder Zigarre und wir folgen jetzt Dogmeat, der schon ein bisschen weiter weg ist. Ja, und die ersten 2 Minuten hier weiß ich schon, was passiert, weil ich habe Dogmeat schon gefolgt und das Problem war allerdings, Nick hat mich nicht begleitet. Ich habe den aus Versehen irgendwie gesagt, glaube ich, dass er bleiben soll. Deswegen bin ich jetzt hier hingerannt und der Typ war die ganze Zeit noch in Diamond City. Deswegen ja, die 2 Minuten verspare ich euch mal. Und ja, deswegen weiß ich schon, was wir jetzt hier finden. Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Ich hab dir doch gesagt, Kelloggs Lieblingssorte. Der Welt Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Na, mal los. Ich habe Nick übrigens die 10 mm Pistole gegeben. Mein Gott, wie sieht denn die aus? War ich schon immer so riesig? Hey. Ich wollte den erst diese hier geben, weil die mal klasse hat, aber ja, VTS-Bonus haben mich dann doch umgestimmt, dass ich mit dieser Waffe krieg. Wir wissen auch schon, dass ich jetzt zu Vault 111 gehen muss. Meine, hol ich das an? Oder auch nicht? Ja, irgendwo vorher hat man so ein Bild gesehen, irgendwie, keine Ahnung. Okay, mein. Ich wollte sagen, mein Controller hat ein bisschen vibriert. So. Zu nahe. So. Mein Zombie-Killer gegen hat nein, das ist echt. Oh, echt? Weißt du? So, das Viecher war ab. Wo ist die tollwütige oder die legendäre oder leuchtende oder was immer? Ja. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ja, ich hoffe, du willst mich jetzt nicht zur jeden einzelnen Zigarre hier führen, die es in dieser Welt gibt. Und, Next, okay. Dann nebenbei gucken, was es hier noch gibt, ne? So ist er gar nicht. Schild, steh mir nicht im Weg. So einen Toten gefunden. Du stehst da gerade ein bisschen im Weg, ne? Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Mach mit! Hast du die vierte verloren, mein Junge? Boah! Metzger-Patrone. Spritzer? Ach so.
Warum kann ich? Kannst du weiter mit anfangen? Hey, hast du was auf dem Herzen? Dann da weg. Ich stehe jetzt genau da vorne. So. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Okay, hier lag irgendwo noch ein Stimpack da, danke. Oh mein Gott, ich dachte erst, da wäre Meyerlock-Eier. Sehr schön. Oh, verdammt, weg ist er. Sehr gut. Wir gehen echt immer drauf ein. Sehr gut. Hilfe, Hilfe. Warum muss das Viech natürlich wieder auf mich losgehen? Küsst er sich? Winters. Natürlich nehmen. Wird wahrscheinlich aber nicht besser sein als das, weil ich hab was. Achso, ja, der Helm. Rechtsbein. Wo wird denn da? Ja. Guck mal, das hier. Immer wegen Metallrüstung. Ich krieg sehr viele Auas. Hi, was geht? Ah, Dogmeat, geh voraus. Lauf damit rum. Finde ich so gut, dass der gesagt hat, hä? Verdammt, weg ist der. Irgendwie sofort. Ist schon wieder irgendwas. Da ist eine Wall, ne? Ah. Wird vertagt. Quer durchs Ödland, so wird der Part heißen. Wow. Eigentlich irre. Verdammt, ich wollte gerade Dings machen. Wow. Ist aber sowas von irre, ne? Hör auf, nur mich zu verfolgen. Was denn jetzt schon wieder? Momentan auch noch. Ehrlich? Ja, kloppt ihr euch mal mit denen. Ja, und jetzt kommen die Viecher auch noch. Danke, Dogmeat, ey. Du bist echt der Größte. Boah. Da gebe ich jetzt total Dogmeat die Schuld, ey. Also ist klar, ich kämpfe gegen Supermutanten, Yaogai und diese Viecher auch noch. Super. War ja natürlich wieder richtig geistig gut. Habe ich das letzte Mal gespeichert. Zum Glück speichert der Pip-Boy immer automatisch. Ich muss mal schnell speichern. Ein bisschen öfter. So ein Dreck. Aber ich wusste halt genau, ein Scheiß passieren wird, wenn ich hier dem folge. Genau so ein Kack passiert natürlich wieder. Ah, wo sind wir? Was? Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Hier sind wir wieder. Echt? Ich muss noch gegen die kämpfen. Das ist ein Verarscher.
Dreck. Super, geil. Ich liebe es, den ganzen Weg hier noch mal zu rennen. Mein Gott. Darf ich noch mal gegen die Hunde kämpfen? Wo ist der Helm? Warte mal. Schon wieder vibriert. Schon wieder ist mein Schild im Weg. Dann werde ich die Blutspritzer erkunden. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, natürlich macht der uns jetzt erstmal wieder platt. Kein Schleicher nicht echt. Oh! An der gleichen Stelle beinahe. Und jetzt weg, bitte. Boah, es hat sich wieder hochgehalten wegen seinen legendären Status oder immer. Die gleichen Sachen wieder. Hausputz erledigt. Speichern wir erstmal. Jetzt müssen wir gleich wieder gegen Jauwei. Jetzt tut der automatisch speichern, ne? Aber vorhin hat sich. Ach. Das ist eine gute Waffe. Was ist das hier? Ja, tu uns direkt ein Jaugwei hier reinführen. I totally approve of this shit. Hallo da. Ich geh hoch, tschüss. Ha! Ich bin klüger als du, was sagst du dazu? Och man, echt? Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Ja, wir können Bären keine Räume hochklettern, ne? Der großen Schwächen des Jauwolfs. Alter, wie schnell kann ich damit ballern? So. Eins nach dem anderen. Sind die Supermutanten noch irgendwo hier, ne? Boah. Das ist echt eine gute Arbeit, du blöder Köter, ne? Was war das? Ja, gleich zurück. Noch mehr.
mein Gott. Was? Warum halten die so viel aus, ey? Oh, kommt der. Ich kann die nicht sehen hier in diesem ganzen Gebüsch. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Alter. Oh, der hat doch nicht zu Ende geladen, ey. Wie eine Krise. Boah. Oh, scheiß auf den Loot, der ich die ganze Zeit hier fertig mache, ne? Da ist noch einer irgendwo da. Ha. War schon wieder scheiße von dir, Dogmeat. Sehr scheiße, und du wirst uns noch sehr viel mehr Gegner hier reinlaufen lassen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der andere noch ist, hier war noch irgendwo einer, aber egal. So. Gehen wir jetzt untergrundmäßig voran. Treffen wir noch ein paar Gude. Kommt schon, die hatten wir auch noch nicht. Ah, gut. Dogmeat hat was gefunden. Du weißt jetzt ja, wie das läuft. Toll. Wenn du etwas piepen hörst, bin das nicht ich. Was ist das? Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Und hier pennen? Nein, okay. Bett ist auch eine Attrappe. Oh, das wird zum Abschleichen. Ist noch besser. Ja, gut. Ein paar Raider hatten wir auch noch nicht, ne? Auch noch, ey. Und da taucht nicht schon wieder ein Legendär oder so auf. Ja, die müssen natürlich unbedingt immer sein. Hey, Finger weg von dir. Ich schwör bei Gott, wenn du uns noch mal in der Gegnerhorde reinscheust, ne? Weiß ich nicht, was ich mit der mache. Ich komm hier rein. Ja. Das wird was Geiles sein. Zum Beispiel hier. Okay.
Wir haben eine Falle ausgelöst, glaube ich, aber hat irgendwie nichts gemacht. Da links lag da auch noch was. Oder? Ja, hier sind wir weg. Ach hier. Puff. Ich kann doch nicht anders. Ja, warte, ich komme. Tut mir leid, wenn ich mich nicht so danach sehne, die nächste Gegnerhorde reinzurennen. Jetzt hat ein Jukebox oder so. So. So, was kommt als nächstes? Raider? Die hat man noch nicht. Ja, vielleicht ein paar Sterne Bruderschaft-Typen. Wäre ja klar, vielleicht kommt die auch in dem Spiel vor. Mal gucken. Markanter Söldner. Anwendung extrem. Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Ja, Sins, die fehlen noch. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Was ist hier passiert? Fehler. Medina verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er hat uns getötet. Wir sind noch auf der... Und zwar. Eigentlich mit dem reden, ich aber Kreisgott, um den Taschenlampen... um die Taschenlampen mehr zu aktivieren und so. Aber... Lass mal sehen, was Falsches geantwortet oder so. Was sein, dass wir zu dieser Vault kommen, die wir vor, was weiß ich, wie viele Parts hier begegnet sind, wo ganz viele Raider vor waren. Und ne, was ist denn da schon wieder? Legendärer Red Hirsch. Das sind Hirsche, die rennen doch hoffentlich weg, ne? Au! In welchen deiner Köpfe soll ich schießen? Mein Gott! Und da gibt es ja noch so was, was sich megakritische Treffer nennt, wodurch die noch stärker werden. Okay, was? Ja, war krass. Mit so einer Art Mondklinge oder so. Ja, oh, Hirsche, warum nicht? Boah, das ist schon wieder was. Also, langsam, glaube ich, du machst das extra Dog Meat. Ich meine, man kann doch nicht so übertrieben an so vielen Gegnern hier vorbeirennen. Das ist nicht normal. Aber was denn jetzt langsam mal? Mein Gegner. Zum Teufel. Hat er gerade eine Hirschkuh hier gewonnen. Na, warte mal hier. Marihuana füllt. Gefällt mir echt nicht, was hier hinführt. Das ist irgendwie Krankenhaus oder so, nehme ich an. Sie sind dran, das spüre ich. Sieh dich um. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Ich sehe nix. What is happening? Das Gute ist, ich komme ja sehr schnell an Level up. Ich habe irgendwie nur die Hälfte des Balkens voll gehabt und jetzt habe ich fast den ganzen Balken wieder voll. Mann. So.
Hey. Ich glaube, wir sind nicht alle. Wenn man vom Teufel spricht. Weg, ey. Komm, ich Viecher, ne? Das ist genauso schon wie die Viecher aus New Vegas, diese Orangen. Wer ist da schon wieder? Wir schützen uns. Wer, du bringst uns da an? Ich schwör bei Gott, Dogmeat. Wer, du bringst uns an diesem MG-Geschütz hier vorbei? Danke. Vor Tagen. Oder Hagen. Okay. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Okay. Ja, dann war ja wenigstens irgendwas geschafft. Hey. Hast du was auf dem Herzen? Nick. Was brauchst du? Was meinst du? Dogmeat hat ganze Arbeit geleistet. Kellogg ist da drin. Irgendwo. Das ist erstmal alles. Verstehe. Jo, dann haben wir wenigstens was erreicht in dem Part. Wo sind wir denn jetzt ungefähr? Jo, da haben wir doch ein ganzes Stück hier abgeschlossen. Wir sind doch nicht in World 111 gelandet. Ich dachte. Hier gucken wir uns nur die nächsten, jetzt ein paar Minuten hier noch um. Nach Schätzen, Ruhm und Reichtum. Und das ganze andere gute Zeug. Und Zigaretten natürlich. Ja, Zigaretten. Ganz viel Zigaretten. Weil ich weiß, wo ich mich importen kann. Okay. Moment hier. Hallo? Ich bin auf den Arm, da kann ich da sowas von mitnehmen, das Teil. Hallo? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ja, sowas von aus, als kann ich das mitnehmen. Geht da nicht. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ich lese das Geschütz da vielleicht noch auseinandernehmen. Kann ich mal in den Betten schlafen? Was zum. Wir uns hier noch ganz schnell um hier drinne. Machen alles platt, was noch hier auf uns wartet. Hier mit dem falschen Zünd. Schießen, warte. Macht so ein geiles Geräusch, ne? Wem warst du denn? Mit bist du noch hier? Nö, was? Oh, rot. Was hast du denn die ganze Zeit geballert? Ich sehe schon da hinten, ne? Dogmeat kämpft die ganze Zeit gegen irgendwas. Wo denn? Irgendwo hier. Da ist eine Tankstelle irgendwo in der Nähe. Da draußen. Schau mal, wer da ist. Ja, machen wir schnell kaputt, so.
So, haben wir hier schon mal alles weggefegt. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge in Vortagen nach, was wir hier finden können, ob wir diesen Typen hier finden können, ob wir unseren Sohn hier finden können und was weiß ich. Da kommen wir zum Beispiel rein. Da müssen wir sogar rein, glaube ich. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4.